Ich kann nicht meditieren. Ach, mein unruhiger Geist, ich habe viel zu viele Gedanken. Es dreht sich alles bei mir. Diese Sätze höre ich immer und immer wieder von vielen Menschen. Und so ging es auch Renata. Renata war in einem Vipassana-Kurs, hat wundervolle Erfahrungen gemacht, gelernt, die Ruhe zu finden, hat so richtig runtergefahren, ist so entspannt zurückgekommen nach Hause und hat dann versucht, eben selbst Vipassana-Meditation zu machen, selbst in die Ruhe zu kommen, war dann sehr frustriert, dass es sehr schwierig war, dass sie sehr unruhig war und dass ihr nicht gelungen ist, wieder diese Stille zu finden und auch zu entspannen und sich wirklich durch Meditation zu regenerieren. Renata hat sich dann gemeldet bei verschiedenen Leuten, hat probiert, hat Bücher gekauft, hat angeleitete, geführte Meditation gemacht, aber es ist ihr einfach nicht mehr so richtig gelungen, diese Erfahrung der Ruhe, der Stille wieder zu machen. Und sie hat mich dann angefragt für ein Coaching und ich habe ihr dann erklärt, dass es eben ganz viele Menschen und laut Statistik 80% der Menschen schaffen es nicht regelmäßig zu meditieren, weil sie eben selbst alleine nicht in diese Ruhe kommen, nicht abschalten können oder die Technik nicht ganz passt für sie. Und wir haben dann zusammen das gelernt. Ich habe ihr eine Technik gegeben, die wirklich einfach ist, auch für Menschen, die einen unruhigen Geist haben. Und heute haben wir so viele Informationen über die sozialen Medien und es ist einfach nicht mehr das gleiche wie vor 2000 Jahren. Und viele traditionelle buddhistische, yogische Meditationstechniken sind sehr schwierig für Anfänger, aber auch für Leute, die schon länger meditieren. So, ich habe ihr die Herzmeditation gelernt, wo es mit einfachen, wirksamen, effektiven Übungen und Techniken möglich ist, auch für dich und für viele Menschen schnell runterzufahren, in eine Ruhe zu kommen, sich zu entspannen und noch viel wichtiger, in die Stille zu kommen, zu sich zu kommen und wirklich Regeneration zu erfahren. Und Renata war so begeistert, dass ihr das so einfach gelungen ist und eben alleine zu Hause. Und sie übt die Herzmeditation jetzt regelmäßig und hat einfach komplett neues Leben. Sie kann besser schlafen, sie hat einfach mehr Stressresistenz im Job. Auch als Yogalehrerin ist sie viel entspannter. Sogar die Yogaschülerinnen haben das gemerkt, dass sie noch entspannter im Yogaunterricht ist. Und sie hat wirklich auch gespürt, so dieses innere Sein von ihr, ihre natürliche Art kommt wieder mehr zum Ausdruck. Also ihr Leben hat sich durch die regelmäßige Meditation komplett positiv verändert. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber ich habe doch keine Zeit für Meditation, ich habe eh schon so viel, ich mache noch Yoga oder ich mache noch das und das und mir fehlt die Zeit. Und das ist eben kein Thema, diese Technik ist kurz, es geht 10, 15 Minuten, vielleicht sogar 20 Minuten, wenn du so viel Zeit hast. Und wenn du denkst, ja, aber ich bin speziell, mein Geist ist sehr unruhig und ich habe schon vieles ausprobiert oder ich habe doch keine Disziplin, dann fange ich wieder an und höre auf. Das ist kein Hindernis. Denn du wirst sehen, bei dieser Technik geht es ganz einfach. Und vor allem der Einstieg ist immer wichtig. Wenn der Einstieg gut gelingt, dann bleibt man dann viel einfacher dran, als wenn der Einstieg schwierig ist. Ja, und jetzt ist wirklich ein guter Moment, dich zu entscheiden, denn ich habe diesen Kurs extra für Menschen wie dich gemacht. Diese Technik habe ich entwickelt durch viele jahrelange Forschung auch mit der Herzratenvariabilitätsmessung, aber auch mit der Gehirnwellenmessung. Und diese Technik habe ich für solche Menschen gemacht, dass es eben einfach ist. Und ich empfehle dir jetzt, dich zu entscheiden für den Online-Kurs und wirklich die Herzmeditation zu lernen, um dein Leben komplett zu verändern. Unten im Link siehst du die Beschreibung, hältst auch noch mehr Informationen und ich würde mich sehr freuen, wenn es auch dir gelingt, regelmäßig zu meditieren und Meditation, die Wirkungen zu erfahren, sodass du wirklich gelassen bist, stressfreier, freudvoller, mehr Energie hast und auch nach außen noch viel mehr Ruhe ausstrahlst.